zu Gast Schauspielerinnen und Schauspieler aus Jagsthausen. Das hat Tradition auch hier bei uns schon bei Volksfestfeier. Dennis Fischer, Jagsthausen, was macht denn den Reiz von Jagsthausen aus? Ja, wir spielen da ja wirklich unter freiem Himmel, Open Air, und dadurch ist das wirklich alles besonders lebendig. Also wenn da der Wind durch unsere Haare geht, und das ist also wirklich einzigartig. Das kann man nicht mit Theater drin vergleichen. Ja. Sie sind natürlich jetzt sehr stark präsent dieses Jahr. Rio Reiser, König von Deutschland, singen zwei Songs auch in diesem Stock. Welchen Bezug haben Sie dazu? Oh, ich durfte ihn einmal, aber auch durch Zufall, live sehen. Das war so ein bisschen später dann in Hamburg auf der Reeperbahn. Und da hat er ein Lied gesungen, alleine am Klavier. Und ich war natürlich als 12-Jähriger einfach Fan von diesem König von Deutschland. Also wir haben Rio Reiser gespielt als Kinder. Und jetzt kann ich es wieder spielen. Also die Brücke schlägt sich so ganz gut. Wir werden noch einiges hören. Wie waren eigentlich die ersten Reaktionen vom Publikum? Man nimmt das ja auf, wie die Reaktionen so sind. Wie haben Sie es empfunden? Ja, wirklich sehr, sehr gut. Also wir sind so ein bisschen das Stiefmütterchen, sagen wir immer so, unter den Stücken. Saturday Night ist irgendwie keine Frage, dass das ankommt, Saturday Night Fever. Bei Rio Reiser ist es so ein bisschen, und da im Burghof. Ja, ich habe auch einige gehört, Mensch, warum Rio Reiser und so weiter. Ja, ja. Die Leute haben so ein bisschen... Klar, aber das sind natürlich jenseits dieser tollen Musik also Themen, die immer noch aktuell sind. Also warum gehört einigen ganz viel, einigen gar nichts? Das ist ja ein Thema, was damals wie heute aktuell ist. Und damals sind die da voll auf die Barrikaden gegangen.